Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Okabi HD, der Steam-Version. Yay! Ja, wir sind am Ende der letzten Aufnahmesession zurück zu den Shinsu-Feldern gereist. Und es ist gerade dunkel geworden. Auch toll, oder? Das da kann ich übrigens immer noch nicht ausgraben. Was ist eigentlich mit dir los? Hast du uns was Neues zu sagen? Nö, du rennst einfach nur weiter, okay. Das heißt, wir wollen jetzt erstmal ins Dorf zurück. Von mir aus auch gerne mal bei Nacht. Ich hätte gerne wirklich eine Pinseltechnik, mit der ich Nacht machen könnte. Hundesuche ist angegangen. Wir suchen ja immer noch Hunde. Wow, der Hundesuche ist plötzlich erschienen. Das bedeutet... Das bedeutet, El Doggo ist irgendwo in der Nähe. Ist wahrscheinlich er hier. Aber ganz ehrlich, solange es Nacht ist... Was ist eigentlich auf der Insel da drüben? Oh, da ist ein Schatz. Wie komme ich ins Wasser? Ach, hier rüber. Gut. Und rüber. Buddel, 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 buddel. Ein Holzbär. Ja, den kennen wir ja schon. Gibt's hier noch was? Oh, eine versteckte Truhe. Libellenperlen, die kennen wir auch schon. Ja, einen Kreis zu zeichnen im Wasser ist schwierig, hä? Okay, gucken wir uns noch weiter um, wollte ich sagen. Aber es ist ja schon wieder Tag. Mist. Ja gut, gehen wir erstmal zur großen Chefin nach oben. Oh, hier sind Spatzen, die ich noch nicht gefüttert habe. Hier, Futter für euch. Sind nämlich eine ganze Menge Spatzen. Das dürfte mir so 8 oder so Punkte geben. Nur 4? Was das für ein Beschiss? Die hat irgendwie immer weniger an. Ah, große Mutter Amaterasu, Okami. Die abscheulichen Kreaturen, die unsere Welt bedrohen, werden stärker. Es ist von allergrößter Wichtigkeit, dass wir größte Vorsicht walten lassen. Ja, wenn du einen Wächtersprössling wiederhergestellt hast, dann habe ich eine neue Frucht erschaffen. Das sind Wächterfrüchte. Sie enthalten wundersame Schätze, die ich dir gerne schenke. Jedes Mal, wenn du einen Sprössling wiederbelebst, kannst du nach Kamiki zurückkommen für mehr. Hier, bitte nimm mein Geschenk an. Deine Reise wird eine lange sein, aber vielleicht wird dir das helfen. Möge dir der frische Duft der Blumen für immer beschützen. Hast du es kapiert, Fellknäuel? Wenn du einen Sprössling wiederbelebst, dann bekommst du Früchte. Nicht so schamhaft. Es gibt nichts Besseres als ein Geschenk von einer heißen Frau. Das ist super. Okay, es sind 3 Stück. Nummer 1 ist ein goldener Pfirsich. Mystische Frucht füllt den Magen komplett. Wow, das bringt mir jetzt sau viel. Der Magen ist voll. Bullenhorn. Dekoratives Zubehör. Gefertigt aus einem Horn des Bullen. Moment mal. Der Pfirsich ist ein Gebrauchsgegenstand. So wie das Goldpulver auch.
Und natürlich der Tintenstein. Okay. Und das letzte ist ein Kristall. Kristall, der einen verzauberten Glanz ausstrahlt. Okay. Ich wollte aber eigentlich gerade sagen, waren hier nicht noch Leute? Schwester, dieser Baum ist auf einmal voller Blüten. Was geht hier vor? Oh, ich hab's, das ist ein Traum, das muss es sein. Wenn mich jetzt jemand anstoßen würde, dann würde ich aufwachen. Bäume, die auf einmal voller Blätter und Blüten sind, solche seltsame Dinge passieren nur im Traum. Wenn mich jemand jetzt anstoßen würde, dann würde ich vielleicht aufwachen. Sie glaubt, sie würde träumen. Was? Nun, dann verpasse ihr eine, damit sie aufwacht. Autsch. Hä? Träume ich noch immer? Also, sprießen Blüten wirklich aus diesem Baum? Aber das kann nicht sein. Wunder passieren einfach nicht wirklich, oder doch? Diese Statue von Nagi wurde gebaut, um das Dorf zu beschützen. Siehst du, seine Statue wurde sogar noch tiefer drin aufgestellt als die Statue von Shiranui. Oh, da habe ich einen Satz übersprungen. Aber ich wusste gar nicht, dass es noch eine Statue von Nagi gibt, die so groß ist. Für mich sieht das eher aus wie... als ob Susano hier am Werk war. Noch tiefer drin aufgestellt ist die Statue von Shiranui. Sie müssen ihn wirklich sehr verehrt haben. Aber ich wusste gar nicht, dass da noch eine Statue von Nagi gibt, die so groß ist. Okay, ich kann hier drin nicht schneiden. Was für eine Verarsche. Gut, und hinter dem Baum komme ich auch nicht so einfach. Jetzt werfen wir mal kurz einen Blick nach hier oben. Euch haben wir schon gefüttert. Hier ist eigentlich nichts Besonderes. Nö. Hoppala. Falsche Richtung. Erst will ich mal da hoch. Ups. Ja, schöne Aussicht. Dumm, dumm, dumm. Kram, kram, kram. Und mehr Glück für uns. So, mal das Reisfeld bewässert und jetzt können wir wieder hier runter. Achso, das ist der Speicherpunkt. Ja, wir brauchen zum Beispiel Sake. Chefin? Wo ist denn die schon wieder? Da ist Herr Mandarine. Da ist sie vielleicht hier drin. Hier ist der Sarg geladen, ja eigentlich. Hier ist das, wo sie den Sarg gelagert. Riecht gut, oder? Ja toll, ich kann hier ihr Bett kaputt machen. Beziehungsweise ihre Wände.
Hm, es riecht nach ihr. Ja, schön, dass du weißt, dass es nach ihr riecht. Mandarine? Wo ist denn Kushi jetzt hingegangen? Das Kamiki-Festival findet bald statt. Sie sagte, sie wolle Wasser aus der Hitoshi-Quelle im Agata-Wald holen gehen. Ich hoffe, sie ist damit beschäftigt, den Heiligen Sakura das Fest zu brauen. Kushi ist schon von einer Weile zur Hitoshi-Quelle im Agata-Wald aufgebaut. Ich hoffe, sie ist damit beschäftigt, den Heiligen Sakura für das Fest zu bauen. Ja. Moroshi zu besiegen. Wir nennen ihn... Eight Purification Sake. Ich kann nicht aufhören, daran zu denken. Warum guckst du mich so an? Ich bin trocken. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen um die den Festsake. Das ist alles. Okay. Wie lange hast du vor, hier nur zu sitzen? Du erinnerst mich an eine bestimmte Statue, die ich irgendwo mal gesehen habe. Ist das der Hundesucher? Bist du gekommen, mich zurück zu meiner Herrin zu bringen? Hast du das gehört, Ami? Du musst für Fusehime unterwegs sein, wenn du ihn trägst. Aber ich werde hier nicht weggehen, denn das Fest wird bald beginnen. Hundekrieger Chu! Du machst wohl Witze. Du bist ein Satomi-Hundekrieger und du ignorierst den Ruf der Priester, um auf das Fest zu warten? Komm heute Nacht wieder hierher. Wir müssen von Mann zu Mann reden. Von Mann zu Mann reden? Meinst du nicht eher von Hund zu Wolf? Ja. Die ist freundlich beim Waschen. Wenn das nicht Schneeball ist, bist du damit beschäftigt, dein Territorium zu bewachen? Das Kamiki-Festival steht kurz bevor. Ich fange jetzt mal an, Kirschkuchen zu backen, um ihn in Konohana zu opfern. Wirst du uns zum Fest besuchen kommen? Toll, wir müssen mal einen Blick auf Map werfen. Da sind wir. Da ist alles möglich. Jetzt habe ich zu weit rausgezoomt. Das ist übrigens auch ziemlich verstörend. Hier ist das Land blau und das Wasser weiß und hier ist es genau andersrum. Ja, ich muss in den Wald jetzt. Ja, Ultima-Spiegel. Was kann ich eigentlich... Was ist eigentlich so toll am Ultima-Spiegel? Na gut. Ja, was hast du? Hast du was Neues? Nur mehr Jungfrauenmünzen. Futter haben wir genug. Hm? Ach, du hast jetzt L-Exorzismus und M-Knochen. Hm. Naja, Fisch brauchen wir gerade nicht verkaufen. Glasperlen. Hm? Bellenperlen, aber ich glaube, der Typ draus gibt uns da mehr Geld für. Merken wir uns einfach mal, die Glasperlen sind hier 1000 Yen wert bei ihm. Weil ich weiß zum Beispiel, der Händler auf der Taka-Ebene, war doch Taka-Ebene, gibt uns mehr Yen für Fische. Und ich glaube, der hier war an Schätzen interessiert. Wurdest du schon wieder zum Einkaufen geschickt? Ja. Nö, der gibt mir für Glasperlen dasselbe.
Und ich verkaufe jetzt mal von jedem alles bis auf eins. Rattenstatue und Kristall, so. Dass ich von jedem Schatz wenigstens eins behalten kann. Hier scheint alles perfekt in Ordnung zu sein. Was hat es eigentlich mit den Steinen hier auf sich? Achso, hier hatte ich einen Dämonentor besiegt. Ups. Entschuldigung, da hinten. Das war fast keine Absicht. Das ist eine Wächterstatue, aber ich glaube, hier war seit Jahren keiner mehr. Sie ist ganz schön schlecht in Verfassung. Sie tut mir irgendwie leid. Warum lässt du nicht eine Opfergabe hier? Ja. Ich kann sie halt nicht restaurieren. Sonst würde ich das ja gerne machen. Puh, ich laufe schon wieder auf 110 heute. Also, was möchtest du? Was ist das für ein Funkeln in deinen Augen, Hündchen? Willst du ein Rennen? Okay, Ida der Blitz wird dir ein Rennen liefern. Oh. Fertig? Los. Ja gut, wenn wir auf Maximum Overdrive gehen, sind wir schneller als du. Bin ich wohl falsch lang gerannt? Pferde, die wir schon gefüttert haben, das heißt... Na, hier brauche ich erst eine Mehr... So eine Mehrung von Münze. Und das war wieder falsch. Das ist richtig. So. Shinsofeld, Agatha-Wald, Taka-Ebene, Sasa-Zuflucht. Wir wollen in den Agatha-Wald. Da ist unsere Sake-Brauerin. Euch habe ich schon gefüttert, ja. Wo genau bin ich im Agatha-Wald? Ach, hier oben. Oh, hab gar nicht gewusst, dass da eine Blüte ist. Also eine... Ja, eine Blüte eigentlich. Und eine verstreute Perle war hier drin versteckt, okay. Lass mich raten, sie braucht Wasser, aber bevor wir uns darum kümmern. Abwärts. Aha, kriegst mich nicht.
Oh, ich habe da eine gemeine Idee. Nö, ich kann ihm leider keine Bombe unter den Hintern klemmen. Schade. Ich glaube, hierfür brauche ich erst den Wind, die Windtechnik.